Oh, wir sollten vielleicht doch in der Nacht einen kleinen Halt einlegen, Prinzessin, und ein Zelt aufschlagen. Meine Mutter ist da draußen. Die wartet darauf, dass sie irgendjemand rettet. Und dieser irgendjemand bin ich. Lauren wollte nicht aufgeben für den Moment, bis Königin Karen quasi gerettet war. Es war allerdings Sarens Job jetzt, sie quasi an der Selbstsabotage zu hindern. Okay, gut. Wir können jetzt entweder einen Scherz machen, wir können freundlich sein oder wir können sie quasi zwingen. So im Sinn von, wenn du nicht hörst, dann hau ich dich. Wir versuchen es erstmal freundlich. Oh, du wirst natürlich für deine Mutter keinerlei Nutzen haben, wenn du jetzt total erledigt dort ankommst. Lauren hielt kurz an und drehte sich um. Was hast du da gerade zu mir gesagt? Saren wusste, wenn sein Leben vorbei war. Und, was? Er war zu sehr gewöhnt, mit seiner vorherigen Meisterin zu sprechen, sodass seine Zunge ziemlich locker saß. Oh, es tut mir natürlich sehr leid, Prinzessin. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich viel zu erschöpft bin, um weiterzugehen. Lauren verlagerte ihr Gewicht und packte ihre Hände an ihre Hüften. An ihre wirklich sexy Hüften, muss ich sagen. Du? Ja, ich bin zwar harte Arbeit gewohnt, aber ich durfte nachts immer schlafen. Also natürlich nur mit Erlaubnis ihrer Hoheit. Lauren musterte ihn. Eigentlich aber auch nur oberflächlich. Tief innen drin war sie sehr viel mehr erschöpfter als Saren, denn schließlich ist sie eine Frau. Weibsbilder, die. Soll man die Taschen schleppen vom Einkaufen? Ja, ich hätte gedacht, du bist stärker als das. Lauren drückte sich an ihm vorbei in das buschige Gras. Sie setzte sich im Schneidersitz hin mit überkreuzten Beinen, Rücken gerade und ihre Arme auf jedem Knie quasi restens. Ja, so Arme auf die Knie. Wie Amazonen es so üblich tun. Leg dich hin, Mann. Ich werde dir ein paar Stunden geben, aber verschwende sie nicht. Tja, Lauren zum Stoppen zu animieren, war genug für Saren und er beschloss, nicht noch mehr von der Mistress Großzügigkeit zu verschwenden von seiner Meisterin. Er lief zu ihr und legte sich in das Gras neben ihr, aber natürlich nicht zu nah, denn schließlich müffelt ein Mann. Damals war das Deo noch nicht erfunden. Saren wachte auf ein paar Stunden später, als Lauren ihn rief. Er hat nicht gesehen, was? Ah, er hat noch nicht mal, also Lauren hat nicht mal ein Auge zugemacht. Aber, ja, Laurens Geschwindigkeit und ihre Alertness, also ihre Wahrnehmung, haben sich verbessert. So dass er quasi wusste, dass sie doch irgendwie geschlafen haben musste. Wenn auch nur sehr kurz. Ich habe keine Menschenseele gesehen, als seit wir die Zitadelle verlassen haben. Also mir wurde gesagt, dass Grimoire Settlement, also dass diese Siedlung auf dieser Route liegt. Aber wo ist sie? Ist sie vielleicht hinter diesem Berg da hinten? Oh, Mistress, welchen Berg meinen Sie? Naja, du siehst doch da hinten, da ist ein Berg. Ich meine, du hast mich doch angewiesen, direkt darauf zuzulaufen. Oh, Prinzessin, das ist nicht ein Berg, das ist die Stadt Grimoire. Lauren stoppte kurz und drehte sich zu ihrem Diener um. Wie? Was? Erzähl keinen Scheiß, das ist keine Stadt, die ist viel zu groß. Oh, es ist eine sehr große, mit einer Wand umgebene Stadt, genau wie die Zitadelle. Was? Amazonen? Lauren griff nach ihrem Schwert. Dachte schon an einen rivalisierenden Stamm, der so nah bei ihrem Zuhause sich quasi eine Stadt gebaut hat. Oh nein. Hand weg vom Schwert, also auch von meinem. Grimoire ist die Hauptstadt des Empires, der Nation der Menschen oder Männer.
Ja, der Männer. Na, tu doch bitte dein Schwert hinfort, wie ich eben schon sagte. Wir werden keinen Krieg mit ihnen anzetteln. Lauren guckte auf ihr Schwert, ein klein wenig beleidigt, und steckte es zurück in ihre... in die Schwertscheide. Andere können auch so großartige Städte bauen wie die Zitadelle? Bist du dir sicher, dass du da keinen Scheiß erzählst, Junge? Oh ja, natürlich. Also, Schlösser können auch von jeder Nation gebaut werden, die die nötigen Materialien besitzen. Wusstest du das etwa nicht? Tja, Lauren versuchte von ihrer nicht sehr gelehrten Art abzulenken. Na, ich wusste natürlich, dass alle, ich denke, Amazonen sind trotzdem allen anderen Nationen überlegen. Also dachte ich auch, die Zitadelle wäre allen anderen Gebäuden und Bauwerken auf dieser Welt überlegen. Oh, aber natürlich, Ihre Majestät, natürlich, Ihre Hoheit, Sie haben natürlich vollkommen recht. Tja, Saren hat gelernt, wie, wie einsam und isoliert Lauren in Wirklichkeit gelebt hat. Selbst seine bisherige Meisterin wusste alles über die Welt da draußen, aber dann, naja, ihr war es natürlich auch erlaubt, die Zitadelle zu verlassen. Lauren war dies nicht erlaubt. Die musste halt da immer drin bleiben. Er wusste, in diesem Moment, dass er natürlich ein klein wenig mehr Achtung auf seine, oder mehr Beachtung, er muss sie halt mehr beschützen, so. Wir werden jetzt auf die Weltkarte transportiert. Die Orte erscheinen dort, wenn wir sie in der Storyline quasi erkunden. Manchmal, wenn wir in eine Stadt reisen, werden wir einen Random-Kampf, einen Zufallskampf quasi encountern, einen Random-Encounter. Diese Kämpfe sind optional. Ungleich den Kämpfen, die von der Storyline provoziert werden. Wir können also auch den Camp-Button den Camp-Button unten auf der Karte können wir natürlich auch anklicken. Er wird uns zu unserem Camp der Gruppe führen, sodass wir mit einem Party-Member sprechen können und andere Leute besser kennenlernen können. Also, beziehungsweise, wir können uns quatschen und natürlich auch uns flirten. Was laber ich hier für einen Scheiß? Tja, mal sehen, was da so alles entstehen könnte. Plopp. Cool. Was ist das denn da? Geil. Grimoire und Zitadelle. Und hier Camp. Gehen wir mal auf Camp. In diesem Bildschirm können wir mit unseren Party-Members sprechen. Die möglichen Dialogoptionen wechseln, je nachdem, was gerade quasi in der Hauptstoryline so passiert. Reden ist komplett optional, aber kann romantische Optionen oder Extra-Quests freischalten. Romantik. Select someone, jemanden auswählen zum Reden. Hallo Lauren. Saren tritt auf Lauren unterwerfungsvoll hinzu, wie auch immer. Sie guckt, sie scheint in Gedanken versunken zu sein und es war wahrscheinlich gefährlich, sie zu stören. Naja, trotzdem spricht sie. Beziehungsweise trotzdem sprechen wir. Unsere Hoheit? Tja, sie nickt kurz, aber das war's auch schon. Oh, entschuldigen Sie, dass ich spreche und Sie frage, aber... ich weiß nicht wirklich viel über die Situation. Vielleicht, wenn Sie mir ein klein wenig mehr erzählen würden, könnte ich Sie besser unterstützen. Was möchtest du mehr wissen? Meine Mutter ist verschwunden. Ja, aber was hat die Queen gemacht, bevor sie verschwunden ist? Also, wann war das letzte Mal, als du, sie gesehen haben? Lauren hebt ihr Kinn, während ihre Augen blinzeln sehr schnell. Blink, 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 blink. Ja, ich kann dir eigentlich nicht wirklich viel erzählen. Ich wünschte, ich könnte es, aber ich kann es nicht. Meine Mutter war eine total Privatperson. Also, Privatperson? Die war total in sich gekehrt. Die hat nicht viel von sich preisgegeben.
Aber wenn du schon nach den Fakten fragst und die Fakten sind, die Queen, meine Mutter, war nicht in ihrem Bett eines Morgens. Und seitdem haben wir sie nicht mehr gesehen. Ja, und naja, die Leute, die Scouts, also was ist mit denen? Warst du etwa nicht da? Sie konnten sie natürlich nicht finden. Selbst als sie alles durchsucht haben in einem Wald und so, dann haben sie plötzlich etwas gefunden. Nee, Moment, da haben sie nicht mal ihre eigene Königin gefunden im Wald. Lauren guckte weg. Saren war, Saren war diese Stille ein klein wenig unangenehm. Aber wir werden doch dort siegen, wo die Scouts, die Scouts gefailt haben. So miserabel. Absolut! Tja, das Gespräch hat ihr Hoffnung gebracht. Sie, wat? She uttered a sigh. Achso, sie hat kurz gesäuft. Ja, ich wusste das aber schon. Oh ja, natürlich, Ihre Hoheit. What? Separate screens? Okay, leave. Aha. Also hier haben wir sie in groß und hier in klein. Groß, klein, groß, klein. Was ist das? Available character quests. Mal sehen. Don't try them unless you well prepared equipped. You have no quests. Was ist das? Aha. Da gibt's also eine Menge, die wir daten können. Gut, dann können wir ja erstmal leaven. Und ab nach Grimoire. Tja, als wir auf Grimoire zuschritten, kamen wir auf einen Weg, der durch die Bäume geschnitten oder der durch die Bäume gebaut wurde quasi. Lauren stoppte abrupt und hielt mich, also Saren, mit ihrem Arm plötzlich auf, weiterzugehen. Ihr Gesichtsausdruck war ernst und ihre Stimme sehr leise. Irgendwas stimmt hier nicht. Tja, sie guckten sich um, untersuchten den Bereich auf irgendwelche Sachen, die nicht normal schienen, und dann sahen sie beide. Irgendjemand wurde mit seinem Fuß, was? Irgendjemand hing mit seinem Fuß von einem Baum, Kopf nach unten, mit einer Tüte, die über seinem Kopf war, über seinem Körper. Der, was? Was? Die waren immer noch am Leben? Oh nein, Leute, die quasi in einem Sack gefangen waren, in so einem, ich weiß nicht, in so einem Netz oder so, mit Kopf nach unten? Unbekannte. Bitte, hilf mir! Where? Lauren und Saren liefen zu dieser Person, aber kleine, schreiende Kreaturen sprangen von den Bäumen. Goblins! Was hat der da in der Hand? Will der mir ein Autogramm geben? Furcht schoss durch Saren, als er realisierte, dass ein Kampf bevorstand. Und dass Prinzessin Lauren niemals außerhalb des Trainings gegen irgendjemanden gekämpft hatte. Es war natürlich jetzt an ihm, die Prinzessin zu beschützen. Achte auf dich selbst! Oh, du auch. Lauren zog ihre zwei Schwerter und lief auf die Gegner zu. Du musst mir keine Anweisung geben! Saren war überrascht, als er sah, wie Lauren sich sanft und geil bewegte, als sie kämpfte. Sie startete mit einem vertikalen Hieb, der so schnell war, dass ihre Klinge aussah wie ein massiver Stahlbogen. So. Der Goblin fiel zu Boden in einem blutigen Massaker, als sie ihr anderes Schwert in einem horizontalen Hieb ausholte, um noch einen Goblin zu zermetzeln. Sie tanzte durch die Gegner und weichte ihren Angriffen aus und counterte mit Leichtigkeit alles. Saren sah überrascht aus, als er sah, wie schön tödlich alle ihre Bewegungen waren. Und es regte sich ein klein wenig was in seinem Höschen. Lauren griff noch einen anderen Goblin an und stach ihm durch das Herz mit einem Hieb, mit einem schnellen Hieb, zog ihr Schwert wieder heraus und streifte das Blut mit Leichtigkeit von der Klinge ab
Sie musste noch nicht einmal Luft holen oder brach sie in Schweiß aus bei diesem Kampf. Wir werden jetzt unsere Partyformation wählen. Jetzt haben wir nur 2 Party-Member, aber später im Spiel werden wir bis zu 6 davon besitzen, sozusagen. Genau, und das haben wir eben schon vor Verlassen der Zitadelle gemacht. Dementsprechend können wir hier direkt auf Finish klicken.